Den Mann, den ihr hier seht, das ist Fidel Castro, der Maximo Leader, und er gehörte mit 49 Amtsjahren zu den am längsten regierenden Staatsoberhäupten. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben und es lohnt sich, einen Blick auf sein langes und politisches Leben zu werfen. Wir wünschen euch lehrreiche Minuten und ab geht's! Fidel Castro wurde am 13. August 1927 geboren und hatte 9 Geschwister bzw. Halbgeschwister. Sein bekanntester Bruder ist Raúl Castro, der seit 2006 seine Regierungstätigkeiten übernahm. Von seiner Mutter wurde Fidel katholisch erzogen und wuchs in einer wohlhabenden Familie in der Stadt Mayari auf. Trotzdem kam Fidel schon früh mit der ärmeren Landbevölkerung in Kontakt und bekam Einblicke in deren ärmeres Leben. Der Gedanke an eine gerechtere Gesellschaft blieb immer bestehen. Nach der Schule begann er 1945 sein Jurastudium an der Universität von Havanna, wo er anfing, sich politisch zu engagieren. Unter anderem gründete er einen Studentenausschuss, der sich gegen Rassendiskriminierung einsetzte. 2 Jahre später, also 1947, führte er seine erste politische Aktion durch. Mit 3000 Mann sollte Rafael Trujillo, der Diktator der Dominikanischen Republik, gestürzt werden. Dieses Vorhaben klappte aber leider nicht so, wie Castro es sich vorstellte. Sein politisches und universitäres Leben ging weiter. 1950 promovierte Fidel in Zivilrecht. 1953 wollte er mit rund 120 Mitstreitern die Militärkasernen in San Diego de Cuba stürmen, um einen Volksaufstand zu starten, mit dessen Hilfe das Regime des Generals Batista, der kurz zuvor einen Staatsstreich durchführte, gestürzt werden sollte. Der Versuch scheiterte jedoch, Castro wurde verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, wobei er nach knapp 2 Jahren wieder entlassen wurde. Kurz nach seiner Entlassung gründete er die Bewegung des 26. Juli. Zusammen mit anderen Kämpfern zog er nach Mexiko ins Exil, um sich dort militärisch auszubilden. Dort lernte er auch den Argentinier Che Guevara kennen. Ein Jahr später siedelten die Kämpfer wieder zurück nach Kuba, wo daraufhin 2 Jahre lang ein Krieg herrschte. Nachdem sich unter anderem auch die Gewerkschaften auf Castros Seite stellten, flüchtete der Diktator Batista aus Kuba und Fidel Castro wurde der neue Regierungschef Kubas. Im Februar 1959 übernahm Castro auch formal das Amt des Ministerpräsidenten, sein Bruder Raúl übernahm den Oberbefehl über die Streitkräfte. Im Laufe der nächsten Jahre entwickelte sich Kuba sehr sozialistisch und baute Beziehungen zum Kommunismus auf. Die Kinder erhielten nach und nach eine bessere Schulbildung, die Gesundheitsversorgung verbesserte sich und die Lebenserwartung stieg. Aber es gab auch Nachteile, denn jeder, der anderer Meinung war, lebte gefährlich. Jeder, der sich kritische Bemerkungen erlaubte, musste sozusagen um sein Leben fürchten. Wie viele Kubaner durch das Regime getötet wurden, das kann nur eingeschätzt werden. Die Schätzungen belaufen sich auf ungefähr 5000 Menschen, plus diejenigen, die bei ihrer Flucht aus Kuba starben. Nicht zu vergessen ist auch Castros Handeln, das 1962 fast zu einem Atomkrieg führte, der sogenannten Kuba-Krise. Aufgrund der Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion stationierte die UdSSR auf Kuba Raketen. Castro war aufgrund des Kapitalismus natürlich auch nicht gut auf die Vereinigten Staaten zu sprechen und Castro wollte gerne seine Macht demonstrieren. Aufgrund der politischen Beziehungen und der diplomatischen Gespräche wurden die Raketen jedoch wieder abgezogen, unter anderem damit Castro sie nicht verwenden konnte und die USA versprachen, keine weiteren militärischen Invasionen mehr vorzunehmen. Erst Ende der 80er Jahre sah Castro es ein, dass sich Kuba wirtschaftlich und politisch öffnen musste, da eine Wirtschaftskrise Kuba heimsuchte. So erlaubte Castro in geringem Ausmaße zum Beispiel selbstständige Tätigkeiten oder Tourismus, Auslandsinvestitionen und freie Bauernmärkte. Relativ schnell musste es Castro schlechter gegangen sein, denn im August 2006 ließ er veröffentlichen, dass er seine Ämter vorübergehend an seinen Bruder Raúl Castro abgeben wollte. Ein gutes Jahr später ließ er verlauten, dass er sich jetzt ganz von seinen Führungsämtern zurückziehen wollte und 2008 wurde sein Bruder Raúl offiziell als sein Nachfolger gewählt. In den letzten Jahren ist es sehr ruhig um Fidel Castro geworden, er zeigte sich nur noch sehr selten in der Öffentlichkeit, traf sich aber noch mit internationalen Politikern bei deren Kuba-Besuchen. Kuba erlebte eine Art politischen Aufschwung, als Obama 2016 in die kubanische Hauptstadt reiste und versprochen wurde, dass seit 90 Jahren erstmalig wieder diplomatische Beziehungen und Gespräche zwischen den USA und Kuba aufgenommen und geführt wurden. Wenn ihr mehr Spaß an Allgemeinwissen habt, dann Daumen hoch, abonnieren und unsere Playlist abchecken. Und gerne bis bald, macht's gut und ciao.